Liebe Zittauerinnen und Zittauer, heute konnte ich gerade auf dem angestammten Platz auf unserem wunderschönen Zittauer Markt den Weihnachtsmarkt eröffnen. Und er füllt den Markt wieder in voller Pracht, in voller Größe. Und es ist inzwischen sogar so weit gekommen, dass wir den Rathausinnenhof, den Rathausplatz, die Fleischbänke und den Johanneskirchvorplatz mitnutzen. Ein wunderbares Zeichen dafür, wie lebenswert und interessant unsere Stadt in ihrer Größe und in ihrer Pracht eigentlich ist. Das haben wir aber nicht nur den fleißigen Helfern und Mitarbeitern der Zittauer Stadtverwaltung zu verdanken, sondern auch vielen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die ihr Gewerbe hier treiben, die hier Handel treiben, die sich am Leben in der Stadt aktiv beteiligen. Und dafür möchte ich ausdrücklich danken. Es ist sehr wichtig, dass wir alle in unserer Stadt an den Erfolg unserer Stadt glauben, nach außen erzählen, wie schön es hier bei uns ist und darüber es schaffen, dass noch mehr Menschen uns besuchen kommen und unsere Stadt lebenswert finden, vielleicht sogar hier arbeiten und wohnen. Das vergangene Jahr hat viele Dinge mit sich gebracht und zum Beispiel der Markt und die Baustelle war für viele ein enormer Aufwand, mitunter Schmerzen, ziemlich viel Stress und Umwege natürlich für alle, die hier in der Innenstadt zu tun hatten. Umso schöner ist es, wenn wir gleich mit einem so schönen Event wie unserem Weihnachtsmarkt die neu eröffneten Flächen nutzen können. Vieles andere ist passiert, vieles Gute ist passiert, vieles ist auf den Weg gekommen, aber ich glaube, ich sollte nicht zu sehr in der Rückschau verfallen, sondern ich möchte noch einmal auch an dieser Stelle den vielen Ehrenamtlern in unserer Stadt danken, die so viele wunderbare Dinge möglich gemacht haben im Sport, in der Kultur, die Feste. Es gibt so viele Dinge, die sich lohnen, in Zittau weiterhin zu betreiben, für die wir alle miteinander einstehen können. Im neuen Jahr haben wir uns sehr viel vorgenommen. Sie wissen, das Thema Tourismus beschäftigt uns alle miteinander und die Stadt wird mit ihrem Umland gemeinsam neue Wege gehen. Neue Wege, die mit Sicherheit dazu führen müssen, und das wissen wir alle, dass unsere Region bekannter wird, dass wir nutzen, was wir haben, dass wir zeigen, was wir können und dass wir Großereignisse, wo Menschen in unsere Region kommen, auch dafür nutzen, dass sie etwas mit nach Hause nehmen, etwas mit in die Welt nehmen und davon erzählen, was es hier alles gibt. Dazu gehört zum Beispiel die große Reformationsausstellung, für die wir die Klosterkirche komplett sanieren, in der die Epitaphien, das sind Bilder, in denen verstorbene Zittauer gedacht wird, deren Adresse bis heute existiert, deren Geschäfte zum Teil noch erkennbar sind, also Bilder, die aus dem Leben unserer Stadt erzählen, die werden dort präsentiert und zwar in einer Veranstaltung, die bundesweit Beachtung finden wird, die vom Bund gefördert wird, für die Ministerpräsident Tillich die Schirmherrschaft übernommen hat und sie eröffnen kommen wird. Das sind Großveranstaltungen, die viel Publikum in unsere Stadt bringen. Der Tourismus ist aber auch ansonsten ein wichtiges Thema. Sie wissen, es gibt große Dinge, wie beispielsweise die OSI-Challenge oder der Zittauer Gebirgslauf, wo unzählige Menschen aus Sportgründen hierher zu uns kommen und auch da wieder kennenlernen, was in unserer Stadt, in unserer Region alles vorhanden ist. Ich freue mich, dass wir zum ersten Mal nach Zittau das sächsische Chortreffen holen konnten, das uns im Mai die Plätze der Stadt mit vielen Chören verschönern wird und die Sie dann hier vor Ort genießen können. Und so gibt es noch viele andere Dinge, die ich heute aufzählen könnte, aber eigentlich ist es eine Neujahrsansprache, eine Weihnachtsansprache und das Wichtigste möchte ich am Schluss sagen. Ich wünsche Ihnen eine friedliche, eine wunderbare Advents- und Weihnachtszeit und dann wünsche ich uns allen einen kraftvollen Start ins neue Jahr. Und Sie können sich sicher sein, ich werde Sie wieder ansprechen, weil wir brauchen Sie alle in unserer Stadt. Alle dürfen mitmachen. Dankeschön.